Ja, die Frage ist natürlich, wie funktioniert eigentlich Mitarbeiterbindung mit Hilfe der betrieblichen Altersversorgung? Mitarbeiterbindung wird ja oft als Ziel oder als Wirkung der betrieblichen Altersversorgung beschrieben, auch von Versicherern. Hier kann ich mir nicht vorstellen, wie die Bindung entstehen soll, was das Attraktive ist. Selbst ein Zuschuss des Arbeitgebers hat meist nur die Wirkung, dass es ein bisschen kürzer dauert, bis das eingezahlte Kapital wieder vorhanden ist. Aber selbst um das Kapital des Mitarbeiters zu erreichen, dauert selbst mit Zuschuss des Arbeitgebers oft sehr lange, bis das eingezahlte Kapital vorhanden ist. FAZ berichtet von 14,5 bis 20 Jahren. Dies dauert, bis eingezahltes Kapital bei Versicherung ist. Und erst darüber hinaus haben wir im Ergebnis eine positive Verzinsung, also positive Garantieverzinsung. Für mich ist nicht klar, wie hier eine Bindungswirkung oder auch große Vorteile bei der Gewinnung entstehen können. Vorteile bei der Bindung ergeben sich für mich nur bei internen Versorgungswerken, das heißt bei Versorgungswerken, bei denen der Arbeitgeber selbst eine Verzinsung zusagt, sei die nur 2 oder 2,5%. Bezogen auf das eingezahlte Kapital, das heißt, wenn sich der erste Euro bereits verzinst mit 2,5%, das heißt, es verzinst sich wesentlich mehr im Vergleich zur Versicherung mit einem höheren Betrag im Vergleich zur Versicherung, dieser 100% insolvenzgeschützt. Und wenn das Steuerrecht erlaubt, darauf Zuschüsse zu geben aus der freien Liquidität des Unternehmers, dann hat der Mitarbeiter hier gern Leistungen, die 2, 3 oder noch höher sind im Vergleich zur Versicherung. Und das sind nämlich echte Vorteile bei der Mitarbeiterbindung und sind echte Vorteile bei der Mitarbeitergewinnung, vor allem wenn man es nach verschiedenen Mitarbeitergruppen den Zuschuss differenzieren kann und hier bestimmte Mitarbeiter, die man wirklich Mitarbeitergruppen, Berufsgruppen, die man bestimmt binden möchte, dementsprechend auch mehr fördert als andere, gezielt Lösungen für das jeweilige Unternehmen sucht und findet.